Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es stimmt, dass die britische Nutzung des Schengener Informationssystems teilweise überzogen ist, teilweise aber auch nicht ausreichte. Zum einen gibt es eine schwere Verletzung des Datenschutzes, zum anderen geht es aber auch um Sicherheitsfragen. Es gibt keine Synchronisierung der Datenbanken. Wenn nämlich jemand verhaftet worden ist, dann ist das im Vereinigten Königreich nicht sichtbar. Das heißt, der Verdächtige kann über das Vereinigte Königreich fliehen. Das ist auch ein Risiko. Das heißt, auch auf dieser Seite gibt es Risiken für unsere gemeinsame Sicherheit. Und deswegen möchte ich Folgendes sagen. Also die Frist bis zur Beantwortung dieser Frage ist nicht akzeptabel, ist eine Verletzung unserer Regeln. Und die Antwort, die wir heute hier erhalten haben, ist ebenfalls nicht akzeptabel. Es ist ganz klar, das ergibt sich deutlich aus den Regeln, dass die Kommission verpflichtet ist, solche Fragen zu beantworten. Dieses Dokument sollte in keiner Weise geheim gehalten werden, denn hier werden Verletzungen der EU-Gesetzgebung aufgedeckt. Dies sollte von der Kontrollgruppe nicht ferngehalten werden. Die Mitglieder haben sehr wohl ein Recht, dieses Dokument einzusehen. Es sollte kein Zugang mehr auf die Datenbank gewährleistet werden. Das ergibt sich aus der Situation und wir sollten das weiter verfolgen. Könnten wir vielleicht eine interne Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen, um einen Rahmen zu setzen und Antworten auf unsere Fragen zu erhalten? Also, ich wüsste jetzt gerne, unter welchen Bedingungen wir hier einen Dialog und einen Austausch führen können. Also, ohne Antwort kommen Sie uns nicht davon.